Alter, was geht ab, Leute, Homie? Zu später Stunde. Ich habe heute ein bisschen zu viel gechillt, ein bisschen zu viel Hearthstone Battlegrounds gezockt. Ich hätte nicht damit anfangen sollen. Ich bin richtig süchtig danach geworden. Auf jeden Fall, PvP, die Battle League steht vor der Tür. Ich habe ein paar Gedanken, die ich mit euch teilen will. Wir gehen über die Moment ganzen Sachen. Ein bisschen mehr Licht für euch. Die meisten Infos habt ihr eh schon alle. Aber hier nochmal meine Meinung über die ganzen Sachen. Was mich so interessiert, was mich nicht interessiert. Und nochmal meine ganze Meinung über PvP an sich. Und eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne ein Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. So, gestern ging es live. Das neue Feature wurde aber direkt wieder stillgelegt, weil Server überlastet waren. Normalerweise zuerst die Level 40er und dann geht es immer weiter runter. Aber mittlerweile haben wir so viele Level 40er, selbst nur Level 40er überlasten die Server. Niantic, Zeit für eine Levelerhöhung, würde ich mal sagen. Dementsprechend ist immer noch nicht freigeschaltet und wir konnten es noch nicht testen. Vielleicht fangen wir mit dem größten Thema an. Erstmal überhaupt meine Meinung zu PvP. Ich meine, das gibt es ja jetzt schon seit über einem Jahr. Es kam Winter, Weihnachten 2018 raus. Ich weiß noch, die Vorfreude, wir haben jeden Tag gestreamt und darauf gewartet und der Hype war groß. Dann kam PvP raus und ja, ich würde mal sagen, es ist gefloppt auf jeden Fall. Nicht viele Leute hatten Interesse, ich hatte kein Interesse, die meisten von euch hatten kein Interesse. Mittlerweile hat sich eine stabile Community aufgebaut, die machen ihre Silver-Turniere, dies, das. Und langsam steigen sie auch und wachsen auch, würde ich sagen. Und jetzt kommt die Liga halt über ein Jahr später. Ob das jetzt, ich meine, meiner Meinung nach, wer bisher kein Interesse an PvP hatte, wird dadurch nicht unbedingt mehr Interesse an PvP haben. Ich denke wahrscheinlich, das wird halt so sein, dass jeder das Minimum macht, um halt seine Belohnungen zu bekommen. Denn die Belohnungen sind echt nicht schlecht. Wir können mal kurz über die Belohnung reden. Wenn ich hier nebenbei ein. Die wurden nämlich in den Daten wieder mal von den Dataminern gefunden. Und zum Beispiel gibt es. Es gibt Sonderbonbons, TMs, Staub und so weiter. Das mit dem Staub kann ich echt noch gar nicht so mir vorstellen, wie viel das dann am Ende wirklich ist, ob sich das lohnt. Vor allem, man muss ja auch Staub ausgeben, um gute Pokémon zu haben. Und das ist einer der Gründe, warum PvP mir hier überhaupt nicht liegt. Aber mehr dazu gleich. Haben wir zum Beispiel die Gen 5 Starter. Ist okay, aber wir wissen, es kommt noch ein C-Day und wirklich brauchen tut man die dann eigentlich nicht. Vor allem momentan gibt es die ja noch nicht mal in Shiny. Aber wie gesagt, C-Day wird klären. Dann gibt es einen neuen. Der ist interessant. Ausgehend davon, wie man den erhalten wird, sagen wir nur dadurch, wie zum Beispiel Farbigel nur durch den Schnappschuss, ist man ja gezwungen eigentlich zu zocken. Dann später gibt es noch Lapras, Galaxo, Lavita, Schilderos. Lapras ist für mich natürlich sehr interessant. Ich denke mal, die Chancen bei dem Crypto-Stop sind höher für mich. Und Kapuno und Lichtel. Kapuno auch sehr interessant. Lichtel eigentlich auch, aber ich persönlich habe bereits 100er. Check das Video gerne ab. Und Schilderos auch. Eigentlich auch interessant, aber auch da habe ich 100er gebrütet. Dementsprechend Kapuno und Lapras sehr interessant. Und dann gibt es noch irgendwas mit Lucha Libre, Pikachu, aber mehr dazu ist noch unbekannt. Also ich würde sagen, die Pokémon sind gut genug, dass die Leute motiviert sind, zumindest das Minimum, was sie da machen müssen, um die Belohnung zu bekommen, machen zu müssen. Ob man jetzt da irgendwie effektiv Sternstaub farmen kann oder ob sich das lohnt, kann ich noch nicht sagen. Ob man den Sternstaub dann wieder zurückbekommt, den man investieren muss dafür, wird sich noch zeigen. Wenn ja, dann bin ich nicht ganz so abgeneigt, aber ihr wisst, ich brauche meinen Sternstaub für andere Ziele. Ziele, die ich bereits seit 4 Jahren habe. Und deswegen taugt mir PvP oder PvP-Interesse halt nicht da, weil ich habe jetzt 4 Jahre Pokémon Go gezockt. Sammeln, fangen, Statistiken, farmen, EP und so weiter, die ganzen Statistiken, das Ganze. Auch dann Raiden, Arenen und dies, das. Und PvP ist nicht kompatibel mit meinen Zielen bisher oder mit meinem Spielstil. Das geht nicht Hand in Hand zusammen. Das stößt sich sogar ab. Das ist sogar gegenseitig. Weil ich brauche den ganzen Sternstaub fürs Tauschen, 40.000 pro neuer Tausch, Shiny Lucky und sowas, fürs Pushen und so weiter. Und nicht für irgendwelche Zweitattacken und irgendwelche schlechten Pokémon mit Attack 0 pushen. Das ist einfach so. So spiele ich und so ist PvP. Und das geht einfach so. Und das geht einfach nicht. Und das ist jetzt kein Diss irgendwie an alle, die PvP spielen oder PvP mögen. Ich weiß, PvP hat Potenzial und ist auch sehr strategisch. Ich habe immer gesagt, direkt am Anfang, wo PvP rauskam,
Man kann aus allem irgendwas Krasses machen. Also ich habe mal Fangen-Weltmeisterschaft gesehen, also echt, man kann aus allem was machen. Dementsprechend natürlich auch aus PvP, aber es hat mein Interesse nicht geweckt und ich sehe keinen Grund, das zu zocken oder intensiv zu zocken. Für die Belohnung werde ich es auf jeden Fall mal machen. Jetzt sagen Leute, ja klar, man kann sich irgendwie reinsteigern, erstmal probieren, richtig sich dahinter stecken und sowas, aber wieso, wenn das Herz sich voll mit dabei ist? Wieso denn? Es ist halt nicht ein Teil vom Spiel, meiner Meinung nach. Es ist wie ein komplett neues Spiel. Komplett anderer Aspekt vom Spiel. Und man muss nicht jeden Aspekt vom Spiel spielen. Genauso wie nicht jeder Arena macht, muss nicht jeder PvP machen. Und genau wie nicht jeder EP und diese ganzen Statistiken und sowas macht, muss man auch nicht PvP machen. Wie gesagt, in der Zeit könnte ich auch Hearts of Battlegrounds zocken, Alter. Neuen Manga anfangen. Solo Leveling, habe ich gehört, soll gut sein. Black Clover wartet immer noch. Neuen Anime anfangen. Kimetsu no Jaiba wartet immer noch. Das sind alles so Sachen momentan, die für mich persönlich verführerischer sind als PvP. Jetzt noch zu der Liga. Wie Niantic das eingeführt hat. Man kann bis zu 15 Kämpfe machen. Man muss 5 Kilometer laufen. Dann schaltet ihr sozusagen 5 Kämpfe frei. Das geht maximal 3-mal am Tag. Diese 5 Kilometer müsst ihr aber nicht komplett immer laufen. Ihr könnt auch nur 2 Kilometer laufen und dann sozusagen die restlichen Kilometer abbezahlen. Das ist eine gute Möglichkeit für Niantic, Geld zu machen. Werfe ich denen jetzt nicht vor. Vielleicht dachten manche jetzt, dass ich die irgendwie voll hart disse, weil sie jetzt wieder Geld machen wollen und das wollen, dass wir reincashen und so. Sollen sie halt machen. Jeder, der zu faul ist, soll sich das halt eher kaufen. Jeder, wie er will. Kleiner Hinweis, man kann einmal stapeln. Also wenn ihr 5 Kilometer gelaufen seid, müsst ihr diese 5 Kämpfe nicht direkt machen. Ihr könnt nochmal 5 Kilometer laufen und dann könnt ihr direkt 10 hintereinander machen. Vor allem 15 Kilometer ist schon viel. Ich hatte früher im Durchschnitt eigentlich immer 10. Als es dann Belohnung gab für 100 Kilometer, habe ich ein bisschen erhöht auf 15 bis 17 Kilometer pro Tag, so dass ich in der Woche ungefähr die 100 erreiche. Und das als ich, Vielspieler, ich denke für viele Hobbyspieler und Gelegenheitsspieler sind 5 Kilometer am Tag schon viel. Andere Möglichkeit von Niantic Geld zu machen sind Raid-Pässe. Also Raid-Pässe wurden geändert und sind jetzt einfach Battle-Pässe, könnt ihr benutzen für Raids oder für die Liga halt, für Kämpfe, was okay ist. Vor allem, es gibt ja viele Leute, die haben so viele Pässe, früher konnte man Pässe nicht wegschmeißen, die haben das extra bei Niantic angefragt, um die Pässe wegzuschmeißen, weil die haben früher die Boxen gekauft für Brutmaschinen, hatten dann Pässe in Unmengen, haben aber nicht geradet und haben die weggeschmissen. Jetzt könnten solche Spieler das wenigstens dafür verwenden, also auch nicht schlecht. Es gibt dadurch bessere Belohnungen, also jeder, der reincashen will, um bessere Sachen zu bekommen, kann es gerne machen. Finde ich auch nicht schlimm. Genauso wie wenn jemand reincashen will und eine Menge Raids machen will, um ein bestimmtes Pokémon zu jagen, kann er hier auch reincashen, um ein bestimmtes Pokémon zu jagen oder bestimmte Items zu erhalten. Genauso wie mit dem Rocket Radar, wenn jemand reincashen will, um irgendwie Shiny oder 100er zu jagen, was ich eigentlich hätte machen sollen für Kindwurm und Absol. Aber ist ja leider zu voll gewesen. Finde ich, ist in Ordnung. Muss man Niantic jetzt nicht dafür hassen, dass die dafür Geld haben wollen. Ich finde, das mit den Eiern war viel schlimmer. Mit den 7ern, um den Flampion zu bekommen. Und die 7er waren so schlecht, das hat sich halt überhaupt nicht gelohnt. Aber man muss halt Brutmaschinen kaufen, wenn man den haben wollte. Sowas finde ich viel dreister. Vor allem, wenn er danach einfach direkt wild kommt. Also sowas geht gar nicht, aber hier finde ich es in Ordnung. Soll Niantic halt Geld machen. Es gibt 2-monatige Saisons, wo man da halt den Rang aufsteigen kann. Das wird vielen Leuten gefallen, viele, die das suchten werden. Und es gibt so viele, die da immer richtig abgehen, um auf Platz 1 zu kommen und sowas. Ja, das ist die Battle League. Wie gesagt, eure Meinung dazu unten in den Kommentaren. Belohnungen sind okay. Ich denke, das wird schon ein paar zum Zocken motivieren. Aber wie gesagt, ich denke nur, klar, es gibt ein paar, die werden dadurch mit PvP konfrontiert und dann auf einmal merken die, boah, geil, das macht richtig Spaß und dann stecken sie sich da voll hinter und sind mit dabei. Gibt es sicher, ich will nicht sagen ein paar, aber Einzelfälle auf jeden Fall. Der Rest macht halt echt nur das Minimum, um die Belohnung zu bekommen. Und dann irgendwann wird es wahrscheinlich in Vergessenheit geraten. So wie Schnappschuss, so wie Meltdown Box und so weiter. Und dann kommen wieder neue Belohnungen. Die sind dann wahrscheinlich wieder gut. Und dann am Anfang geht es wieder ab. Und dann irgendwann nach einer Weile hat man auch davon wieder keinen Bock. Dann zockt man es wieder nicht. Und dann kommt wieder neue Belohnungen und so weiter und so fort. Also der unendliche Kreislauf von neuen Pokémon als Belohnung und die schnappt man sich dann. Vielleicht noch ein letzter Punkt, wie sieht es dann mit der Silver Road League aus?
Ich weiß nicht, wie kompatibel das miteinander ist, ob es eher konkurriert miteinander oder sich gegenseitig ergänzt, wo man sagt, ich zocke das und das. Oder ist es dann eher so, dass man zu viel Staub für die Battle League ausgibt und dann keinen Staub mehr hat für die Silver Road League? Kann ich so nicht sagen. Jeder, der mit PvP sich auskennt und die Silver Road League zockt, kann das ja gerne unten in den Kommentaren schreiben, ob das eher zusammen harmoniert oder eher konkurriert. Was mir aber aufgefallen ist, ist natürlich, dass ihr kämpft gegen Fremde, Best of 3. Also wer zuerst 2 von 3 gewinnt und das ist halt random und die haben nichts erwähnt von irgendwelchen Einschränkungen. Ist auch schwer umzusetzen, dass ihr irgendwelche Einschränkungen habt. Alle Einschränkungen von den Silver Leagues ist ja verbal, das ist ja einfach nur abgesprochen. Ist ja nichts in-game, wo die sagen, das kann man nicht mehr auswählen oder so. Es werden wahrscheinlich immer nur die Besten genommen und irgendwann immer nur noch dieselben, weil sich dann rauskristallisiert, was die besten Pokémon sind oder gibt es glaube ich auch schon, Listen von Pokémon. Das sind die Top-Pokémon und so weiter und so fort. Aber finales Wort können wir erst sagen, wenn wir es selber probiert haben, wie die Belohnungen dann so genau ablaufen, wie oft man dies und das bekommt und so weiter und so fort. Kann man dann die Pokémon auf 100 jagen, die da als Belohnung vorgeschlagen werden oder lohnt sich das eher nicht? Wie viel Staub bekommt man und dies, das? Wir werden sehen, ich bin gespannt. Probieren auf jeden Fall und dann können wir nochmal unsere Meinung dazu abgeben. Aber es ändert nichts an meiner PvP-Ansicht. Ich denke nicht, dass ich das irgendwie wirklich aktiv zocken werde. Ich werde das nur für die Belohnung machen, wenn überhaupt. Aber ich wünsche PvP alles Gute und viel Erfolg. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.